Howdy, meine Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Live Alive. Wir befinden uns in der Kapitelauswahl, denn heute starten wir ein neues Kapitel. Der Wilde West, ihr habt wahrscheinlich schon am Thumbnail und Gitzen Gedöns gesehen. Es geht los. Komm, worauf warten wir? Das amerikanische Grenzland, ein Ort törichter Träume und verlorener Hoffnungen. Eine müde Seele reitet in eine sterbende Stadt, die von Banditen terrorisiert wird. Erfolg lautet ihr Name. Welch Ironie. Ein einzelner Revolverheld hat gegen die Crazy Bunch keine Chance. Aber mit der Hilfe der Stadtbewohner, die mit ihm zusammen vor Eintreffen der Bande Fallen legen, kann ein Mann womöglich doch etwas bewirken. Ich bin gespannt, der Wilde Westen dieses Kapitel starten? Ja. Yeah! Schneller als ein Schatten! Oh Junge, ich bin wirklich gespannt, ob das was wird. Ja. Und ich werde mir Howdy, wenn ich mir die nicht als Begrüßung angewöhnen kann. Das wird schwer. Ja, Wanda. Howdy, Sheriff. Das was zu trinken sein? Master. Nein, aber du musst das für mich aufhängen. Noch mehr Ärger in der Gegend, was? Oh, die Musik toll, oder? Und ich dachte schon, nach der letzten Bande könnte es nicht noch schlimmer werden. Noch schlimmer kommen. Okay, wie lautet dein cleverer Spitzname? Sundown. Oh, das ist ein bekloppter, aber zugleich sehr interessanter Name. Bin ich sehr zufrieden mit. Lassen wir so. Bestätigen. Kitto. Kit, hm? Kitto. Sundown the Kid. Wieso hießen die alle eigentlich früher The Kid? Egal. Sieht aber nicht besonders jung aus. Ja, warum nennst du denn The Kid? Oh, die ist wirklich toll, die Musik. Lange nicht gesehen, Partner. Herrje, was soll das lange Gesicht? Ich dachte, du würdest dich darüber freuen, dieses Leben endlich an den Nagel zu hängen. Im Ernst, ein bisschen Dankbarkeit wäre wirklich angebracht. Na komm, lass uns das wie echte Männer regeln. Ich will nicht, dass man den großen Kopfgeldjäger Mad Dog für einen Feigling hält. Die Leute sollen bloß nicht glauben, ich hätte einen unbewaffneten Mann kaltblütig erschossen. Wie lange spielen wir schon dieses Spiel? Kommt mir fast so vor, als würde ich einen Freund lebewohl sagen. Der Poet hatte recht. So süßes Trennungswehe.
Oh, was? Direkt ein Kampf? Es geht direkt los? Wow. Aber die Musik ist super, oder? Wow. Ey, wirklich. Total begeistert. So, was kannst du denn? Einzelschuss? Feuer einen Einzelschuss auf den Gegner. Mitte. Schaden, Mitte. Direktional. Doppelschuss? Ja. Geringen Treffer 2. Durch und durch. Feuer mit einem Mantelgeschoss, das einen Gegner durchbohrt und andere Gegner hinter ihm trifft. Und Hohlspitze. Feuerkugel, die sich beim Aufprall ausdehnt und eine Gegner vor den Socken haut. Das macht Paralyse. Machen wir das mal. Hab ich mich verkalkuliert? Ich muss 2 hoch. So, jetzt aber. Ach, er kann kontern, auch kontern. Yeah. Oh, wow. Und das war's. Der wird so wirklich gut. Anscheinend ist das ein Fernkämpfer. Also so würde ich das behaupten, ne? Mit der Knarre. Fernkampf. Passt, ne? Du Mistkerl. Bring das zu Ende, verdammt. Wage es ja nicht, schon wieder davon zu reiten. Töte mich! Ruhig! Wie kannst du es wagen? Da schießt er einfach mal auf mein Goldi. Ein Manns Tod ist eine Sache, aber das Pferd, aber mein Pferd ist gefälligst raus. Ich bin noch nicht fertig. In einer anderen Stadt. Der Wilde Westen. Der Streuner. Grenzladlinung Erfolg. Also die heißt Erfolg oder was? Okay, bevor ich gehe noch nicht in die Häuser rein. Wobei, eine Karte haben wir nicht, ne? Ich soll sowieso erst nach da, also kann ich ja doch erst in alle Häuser rein. Fest verschlossen. Hm. Und hier? Ach, interessant, guck mal, wie es aussieht. Dadurch, dass man die Kamera nicht drehen kann, sieht man ja sicher nicht. Auch fest verschlossen. Oh, guck mal, die Musik auch so leicht gedämpft ist. Hält mir. Ja, die haben alle Angst. Was ich was. Wisst ihr, was noch fehlt? So ein Grasbüschel, der jetzt hier durch die Prärie rollt. Jetzt gerade. Wobei, das müsste in so ein Einzelduell sein. Ist ja alles jetzt dicht, oder? Es scheint irgendwie alles dicht zu sein. Ich meine, ich muss es ausprobieren, ne? Ist sehr geradlinig, die Stadt. Aber es war wahrscheinlich im Wilden Westen so einfach nur nebeneinander Häuser platzieren, gut ist, ne? Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt ins Saloon. Mal gucken, ob hier was stattfindet.
Ich bin Kommandant der Stuten, ich ganz allein, sagte der Mariachi. Halt den Mund! Ich denke, es stört niemand, wenn ich an die Truhe, an den Krug da vorne gehe. Und nimm ein Fläschchen Kräuter, Liniment, was ist denn das denn? Na gut. Hi. Ja, die reden nicht mit mir, die haben Angst. Okay, der macht sich gleich nass. Kann ich Ihnen helfen? Seien Sie gegrüßt, mein Freund. Wir sind hier alle ganz friedlich. Ja, ganz friedlich. Mhm. Sie sind ein Vaquero, ein Cowboy? Ah, wohl eher nicht. Ich weiß nicht, was ein Vaquero ist, aber hey. Tequila, ja, Tequila. Das ist es, was Sie wollen, richtig? Ich weiß nicht, was ich hier will. Ich sehe auf jeden Fall diese Wand ist blockiert. Gesucht tot oder lebendig. Sundown the Kid. $5000 nur wert. Oh meine Güte. Na gut, $5000 ist $5000, ne? Und wenn die Leute Geld brauchen, erschießen sie mich halt. Oder sind halt. Ihnen ist es völlig egal. War früher so, ne? Howdy, Fremder. Durstig? Oder sind sie eher auf das aus, das Sack macht? Geht natürlich alles aufs Haus. Verdammt, das ist Eis da draußen. Master. Barkeeper, das Übliche. Mhm. Hey Fremder, ich glaube, du sitzt auf meinem Lieblingsplatz. Das Lied, oh Mann, ich liebe es, aber es ist so, oh Mann, dieses stereotypische, wie man sich im Westen halt vorstellt, wisst ihr, so nochmal in einem Spiel zu erleben, das ist irgendwie voll ziemlich erfrischend. Vor allem in so einem alten 2D-Spiel, man weiß halt, was passiert und... Oh Mann, wir machen weiter, komm. Hey, bist du taub oder dumm? Das reicht. Steht da dein Name drauf? Also, ich kann hier nichts sehen. Du etwa? Kommt hier rein und benimmt sich als Gehöre der Laden ihm, ohne auch nur einen Groschen da zu lassen. Solche Kunden können wir hier nicht gebrauchen. Ach, Anni, Schätzchen, mach doch nicht gleich so eine Szene. Ah, Anni! Beruhig dich mal wieder. Wag es nicht, so mit mir zu reden. Große, starke Männer, die sich was auf ihre Gehänge einbilden und glauben, sie dürften alles tun. Wayne? Oh Mann, jemand, der Wayne heißt, ne? Das ist so direkt sympathisch. James. Clint. Cesar. Okay. Ihr habt doch Cojones, oder etwa nicht? Na los, beweist es! Oh, Ani. So wild und voller Feuer. Eine richtige Unruhestifterin. Gefällt mir. Ich mein's ernst, Schätzchen. Sei meine Frau. Lass mich in Ruhe.
Annie, Süße, ich hoffe, das war ein Versehen und die Hand ist dir nur ausgerutscht. Denn es gibt ein paar Dinge, die ein Mann nicht erdulden kann. Lass sie in Ruhe! Und wir sind eigentlich nur reingekommen, was zu trinken, ne? Aber gut. Billy. Wieso heißen kleine Kinder in alten Rollenspielen immer Billy? Wenn das nicht das tapfere Balk des Sheriffs ist. Bist du hier, um die Helden zu spielen, was? Ich enttäusche dich nur ungern, Kleiner. Aber ich habe keine Zeit für deine Kinkerlitzchen. Hoppla, Verzeihung, Fremder. Der Junge ist ein bisschen zu weit gegangen, aber ich hoffe, du kannst ihm verzeihen. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich gebe dir den Trink aus und alles ist vergeben und vergessen. Barkeeper, ein Glas Milch für meinen neuen Freund. Aufgepasst. Das sollte das Richtige für eine zarte Blume wie dich sein. Oh Mann, wie ich das einfach liebe. Einfach diese Provokation. Einfach. Sieh das einer an. Den Trink hat er gekippt wie ein Mann, der am Verdursten ist. Ich glaube, mein neuer Freund braucht noch einen noch einen Barkeeper. Aufgepasst. Das sollte doch das Richtige für ein zarte Blume wie dich sein. Trink aus, mir egal. Sein Geld, nicht meins. Sieh das einer an. Den Trink hat er gekippt wie ein Mann, der am Verdursten ist. Also muss ich das unterwählen. Ich glaube, es geht die ganze Zeit so weiter, ne? Na gut, schick ihn zurück. Er ist halt ein Milchbubi. Was soll das? Du trittst meine Großzügigkeit mit Füßen? Warum sonst sollte dieses Glas mit Milch wieder hier vor mir stehen? Und zur Gründung des Ganzen habe ich auch noch einen Kater. Aber das hat man eben von dem billigen Gesöff, das einem hier aufgetischt wird. Lass mich raten. Eigentlich hast du nichts gegen Milch, aber du verträgst nur die von deiner Mami, was? Nein, nur die von deiner Mami. Bist du lebensmüde? Ist es das? Oh, schade, dass es schon vorbei ist. Oh Gott, Lisa, wie sieht der denn aus, Alter? Treffe ich von hier aus? Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Jetzt treffe ich ihn auf jeden Fall. Ein Schuss weg. Ich krieg keine Erfahrung. Oh, das ist schade. Wir sind noch nicht fertig, hast du gehört? Du bekommst noch dein Fett weg. Wart's nur ab. Also, sie gehören also nicht zur Crazy Bunch? Das war fantastisch. Pike haben sie aber eine Abtreibung verpasst, die sich gewaschen hat. Mit ihm auf unserer Seite werden wir sie ganz bestimmt verjagen. Was ist das für ein Radau? Ach, der Sheriff. Sheriff, dieser Mann hier ist gerade erst in die Stadt hier eingeritten. Ah, jetzt kreuzt du auf. Gerade rechtzeitig wie immer. Mein Vater, der Sheriff. Der Feigling.
Billy, mein Junge, versteh doch. Ein falscher Blick reicht und die Leute machen uns die Hölle heiß. Aber wenn wir uns nicht endlich wehren, wird sich nie etwas ändern. Anni, bitte. Spaß dir. Unser Sheriff, mein Bruder. Jeder Mann in dieser Stadt ist ein Feigling. Dieser Junge hier ist mutiger als ihr alle zusammen. Sheriff, hör mal. Dieser Mann hier, also er könnte die Lösung für unser Problem sein. Ach, liebe Leute, ich fürchte, ihr habt den Charakter dieses Gesetzlosen falsch eingeschätzt. Der Name eines Mannes ist eine Geschichte und sein Name hier spricht Bände. Ihr verdient es, seinen Namen zu erfahren. Ich werde ihn euch verraten. Sundown the Kid. Ja, ihr habt mich richtig gehört. Er ist da. Er da ist der Teufel in Person. Moment mal. Er ist es, der Schork auf den Steckbrief. $5,000, tot oder lebendig. Und der ihn einbuchten wird, bin ich, Mad Dog. Lügner! Ich bin vieles kleiner, aber ein Lügner bin ich nicht. Sie sind ein guter Mann, oder, Mister? Ich bin kein Heiliger. Nein, das glaube ich nicht. Kinder haben dir schon immer Kopfschmerzen bereitet, nicht wahr, Kid? Goldie ist noch immer da draußen in der Wüste, weißt du? Verschollen oder tot. Aber dafür und für alles andere wirst du noch früh genug zur Rechenschaft gezogen. Da draußen! Nach draußen! Jetzt! Das ist ein Duell! Ein Duell! Denk nicht mal daran, wegzulaufen. Krieg ich noch ein Glas Milch? Ja nun, was labern die da noch? Sie werden doch gewinnen, oder? Ich kann nichts versprechen, kann ich hier rein? Fest verschlossen. Wayne sagt gar nichts. Interessiert sowieso niemanden, also Wayne. Nun, macht schon oder lasst es bleiben. Aber wenn ihr es macht, dann bitte draußen. Was für ein Tag, alles geht den Bach runter. Viel Glück, Fremder. Das muss doch wirklich nicht sein. Können wir uns nicht alle vertragen? Wäre schön, ne? Gegen den Pistolero würde ich nicht antreten wollen. Ich würde gern wirklich da rein. Fest. Ich denke mal, das ist alles auch fest verschlossen oben, ne? Ja. Ich würde erstmal hier nachgucken, ne? In ihren Zimmer. Nee, ist alles verschlossen. Irgendwie ist alles verbarrikadiert irgendwie in diesem Spiel. In dieser Stadt. Na gut, dann werden wir ein Duell machen. Mal sehen. So, jetzt bitte Grasbüschel. Und Mariachi. Yes! Da ist er! Diesen Blick habe ich noch nie bei dir gesehen.
Ah, erkenne ich etwas am Ende unserer langen Beziehung Wehmut in den Augen? Das verstehe ich, wirklich. Aber alles Gute hat einmal ein Ende. Und heute werden wir es beenden, Kid. Zehn Schritte, jeder geht fünf. Ich zähle laut vor. Beim fünften Schritt drehen wir uns um und schließen. Einverstanden? Also gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Er gehört zu Crazy Bunch. Zwei Revolverhelden. Woher wussten sie es? Diese Einfallspinsel ruinieren ein perfektes Duell. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wow. Die zwei sind unglaublich. Mit ihrer Hilfe können wir es vielleicht, aber nur vielleicht, mit der Crazy Bunch aufnehmen. Hören Sie, es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier noch mehr von Ihnen auftauchen. Und jetzt sind Sie auf Blut aus. Sie müssen uns helfen, sie zu bekämpfen. Nun, wenn Sie es so sagen. Ich würde es niemals übers Herz bringen, einer Frau eine Bitte abzuschlagen. Tut mir leid, Kid. Ich glaube, unser Duell muss noch ein bisschen warten. Aber nur bis wir uns um diese Crazy Bunch gekümmert haben. Eieiei. Jetzt sollen wir mit allen reden, oder wie? Na gut, Leute, das verschiebe ich mir auf den nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt mir mal gerne, wie ihr bis jetzt dieses Western hier findet. Ich find's genial. Ach, herrlich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.